Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin stolz, Ihnen zum ersten Mal in der Geschichte des Neo-Magazin Royals ankündigen zu dürfen, dass das ZDF vor der heutigen Ausgabe der Show einen spektakulären Vorfilm, der sicher auch Sie in seinen Bann ziehen wird, zeigt. Sehen Sie also nun zuerst den Emmy-verdächtigen Fernsehkurzfilm Magic Max und der fliegende Schokobon. In der Hauptrolle Neo-Magazin-Autor Max Bierhals als Max, Neo-Magazin-Producer Philipp Käsbohrer als Werfer und der Schokobon als er selbst. Gute Unterhaltung. Jetzt, ich laufe. Und nun kommt der unangenehme Teil des Abends, a.k.a. Neo Magazin Royal. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 22 mit den besten Abgaswerten ihrer Klasse. Mein Name ist William Cohn. Heute zu Gast Oliver Kalkofe. Musik Dendemann und die Freie Radikale. Und hier ist dann wohl Jan Böhmermann. Royal im ZDF Neo und im zweiten deutschen Fernsehen am Freitagabend. Unser Gast heute, eine Fernsehlegende, gerade 50 Jahre alt geworden, mega erfolgreich mit Kalkofes Mattscheibe, Oliver Kalkofe heute Abend hier. Yeah! Diese strahlenden Gesichter verraten mir, wir sind zurzeit nicht in Wolfsburg, wir sind in Köln-Ehrenfeld. So viele lachende Gesichter in Wolfsburg ist dieser Mund andersrum gedreht. In Wolfsburg gibt es betretene Gesichter. VW-Chef Martin Winterkorn ist gestern zurückgetreten wegen der Abgasmanipulationsaffäre. Entsprechend der Hashtag der Woche, unter dem Sie bitte twittern mögen, wenn Sie diese Sendung sehen. Vom Winde VW't. Vom Winde Hashtag. Vom Winde VW't. Und was ist da los in Wolfsburg? Was ist da los mit Volkswagen? Ich hätte fast KDF-Wagen gesagt. Ist eine alte Firma, glaube ich, gegründet unter den Nazis, vom Führer gegründet. Und muss man wirklich mal sagen, kaum ist der Führer 80 Jahre unter der Erde, baut man Scheiße in Wolfsburg. Das gibt's doch nicht. Eine Sache. Lieber Herr Winterkorn, liebe VW-Mitarbeiter, sage ich Ihnen, bei dieser Manipulationsaffäre, was Sie am allermeisten beschädigen, letztlich wird vor allen Dingen das Image des Führers beschädigt. Ganz im Ernst. Denken Sie bitte an das Erbe, was Sie zu verwalten haben in Wolfsburg. Unglaublich, es wurde manipuliert mit Abgasen. In Amerika hat man das herausgefunden. Bis zu 11 Millionen Autos sollen von dieser Abgasaffäre betroffen sein. 11 Millionen oder wie VW es nennt, 2 Millionen. Aber da muss man sich mal vorstellen, was da für eine kriminelle Energie hintersteckt. Die haben diese Abgasfilter so manipuliert, dass immer, wenn die geprüft werden, dass alles in Ordnung ist. Aber sobald der Prüfer weg ist, kommt da hinten Gift raus. Unglaublich. Aber trotzdem, es gibt viel Solidarität in Deutschland. Viele Menschen sagen, Volkswagen betrifft auch Deutschland als Nation. Till Schweiger hat spontan angeboten, mehrere VWs bei sich zu Hause aufzunehmen. Super, ist eine ganz tolle Geste. Und bis hoch in die Bundesregierung stellen sich alle die Frage jetzt, wie viel Schadstoffe stoßen denn diese manipulierten Autos eigentlich wirklich aus? Also wie giftig sind jetzt Volkswagen-Autos? Selbst Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich eingeschaltet, hat schon angeboten, dass er die manipulierten Autos zur Not als Chemiewaffen nach Saudi-Arabien verkaufen möchte, falls gar nichts mehr geht. Ja, und das Image von Volkswagen, das leidet natürlich. Wer hätte das gedacht, dass das Image einer Firma, die quasi von Hitler gegründet wurde,
eines Tages mal leidet. Und deswegen kann ich voll verstehen, nach dem Abgang von Martin Winterkorn gestern gibt es eine neue Image-Kampagne. Einfach ein neuer Slogan. Das Auto ist längst nicht mehr zeitgemäß. Das ist der neue Werbespot hier von VW. Volkswagen. VW the fuck? Einfach um so zu connecten, auch die jungen Leute, diese Twitter-Generation, die gerne twittern kann unter dem Hashtag vom Winde VW. Einfach um die einfach so ein bisschen einzufangen, ist eine ganz tolle Idee. Was? Schon wieder die Kampagne geändert? Warum? Ach so, weil der Börsenkurs um 40% eingebrochen ist in 3 Tagen. Aha, wie ist denn jetzt der Slogan? Volkswagen, umparken im Wertpapierdepot. Mensch, zum Glück muss Ferdinand Piëch, der alte Patriarch von VW, das alles nicht mit ansehen. Vor einem halben Jahr ist er geschasst worden, rausgeflogen aus dem Aufsichtsrat, seine Frau auch mit. Und ich meine, also, was höre ich da? Ferdinand Piëch hat nach dem Rücktritt von Martin Winterkorn auch noch eine eigene, was? Der hat auch eine eigene Werbekampagne gestartet? Wie? Ja, klar, schauen wir mal rein. Ferdinand Piëch. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha. Ha, 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 heute zu Gast Oliver Kalkofe, 50 Jahre. Übrigens, kann man direkt mal sagen, am Freitag, ich glaube im Oktober geht's los, am Freitag dann Kalkofes Mattscheibe, eine halbe Stunde lang, können Sie quasi direkt durchgucken, heute Show, Kalkofes Mattscheibe, dann warten Sie 7 Stunden und dann kommen wir auch schon. Also ein ganz toller Fernsehabend mit einer 7-stündigen Unterbrechung, dank Oliver Kalkofe, dank der Heute-Show und dank uns. Und was, was ist mit Bastian Schweinsteiger? Bastian Schweinsteiger? Ach so, David Cameron hat ein Schwein bestiegen, ja. Der britische Premierminister David Cameron, das hat ein Studienkollege ausgeplaudert, hat in seiner Studienzeit, ist wirklich wahr, ist eine wahre Geschichte, haben wir uns nicht ausgedacht, David Cameron, der britische Premierminister, hat auf einer Kokainparty vor 30 Jahren besoffen seinen Penis in einen Schweinekopf gesteckt. Der britische Premierminister hat besoffen seinen Penis in einen Schweinekopf gesteckt, hat sich natürlich direkt dafür entschuldigt, hat auch eine Erklärung, es war alles ein Riesenmissverständnis, er wollte das Schwein zum Ritter schlagen. Dann bin ich auch Ritter. David Cameron, der britische Premierminister, hat sein Geschlechtsteil in einen Schweinekopf gesteckt. Die ganze Welt regt sich natürlich auf, auch ein Sprecher des Islamischen Staates, IS, hat sich schon dazu geäußert. Abgetrennte Köpfe ja, aber das ist nicht halal. Penis im Schweinekopf, meine Damen und Herren, oder wie es im Saarland heißt. Hochzeitsnacht. Hey, Sende. Du hast da bestimmt auch was für mich, oder? Kein Thema. Sendemann und die Freie Radikale. Jan, ich habe kein Thema für dich, aber ist ja nur Fernsehen, da schäme ich mich nicht. Ich soll mich entspannen auf ärztlichen Rat, damit bei all der Politik mein Herz nicht versagt. Ja, früher war es leicht, weil man nur blöde zuguckt. Heute habe ich gleich einen erhöhten Blutdruck. Guck mal hier, puckert mir schon die Halsschlagader, weil ich was härtere Wert hab als dein Vater. Der Verdacht liegt nah, es ist der Fernsehjob. Jeden Donnerstag wird klar, es gibt keinen Werbeblock. All die Disziplin und all die Geduld, alles gibt mir Stream und all die hat Schuld. Das steht mir bis zum Rollkragen, Mann. Meine Abgaswerte, frag bei Volkswagen an. Ja, wer sich ärgern lässt von den YouTube-Stars, der macht sich der Bestress und dem Blutdruck Spaß. Warte mal, stopp, warte mal, stopp. Bin ich zu weich für den Job? Oh, no. Oder mach ich mir vielleicht nur einen Kopf? Ja, ich reg mich nicht mehr auf, weil jeder zu seinem Beat tanzt. Ich reg mich nicht mehr auf über Kai Diekmanns kleinen Piephans. Digi die Dänemann! Und die Freie Radikale! Hashtag der Woche. Vom Winde VW. Aber nicht nur Volkswagen. Unser deutsches Nationalunternehmen quasi, was uns schon so treu zur Seite steht. Seit über 80 Jahren. Nicht nur Volkswagen muss zurzeit gegen den Shitstorm ankämpfen. Nein, auch wir hier im Neo Magazin Royal, wir haben in der letzten Woche ein Spiel gespielt mit Ina Müller namens Laub. Entschuldigung, was ist denn das? Hä? Ach nein! Hallo, guten Abend. Hallo! Hallo! Guten Abend. Wer sind Sie denn? Ich bin der Beefträger. Sie sind der Beefträger. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ach, ich habe einen ganzen Korb voller Beef für Sie dabei. Ja, das kam heute per Beeflauge. Per Beef, es kam per
Es kam per Bieflaugen. Ach, guck mal, ich kann mein Laugen ja kaum laugen. Nee, warte. Sehr gut. Ich lauge meinen Laugen kaum, wollte ich sagen, Herr Beefträger. Da ist ja eine Botschaft in diesem Laugen-Croissant drin. Worum geht's? Dass wir letzte Woche wohl Laugenbrötchen verschwendet haben sollen? Hier, Uwe schreibt bei Facebook, mal ganz im Ernst, den Hund, der für die Brezelaktion verantwortlich ist, rauswerfen. Das gibt's doch gar nicht. Da haben sich die Leute so aufgeregt, weil wir mit 1200 Laugenbrötchen hier geworfen haben. Es kommt noch mehr. Da ist was? Da ist noch mehr? Ich kann es kaum laugen. Kaum zu laugen. Noch mehr? Beef? Laugenbeef? Da hatte die Beeflauge aber viel zu tragen. Hier, von einem User namens Genitalvandal, dass der sich überhaupt über irgendwas aufregt mit so einem Nickname. Mit Essen spielt man nicht, du dekadentes Stück Kacke. Mit Kacke spielt man nicht, du dekadentes Stück Essen. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Da haben sich die Leute so aufgeregt. Das wollten wir natürlich nicht. Moment. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist quasi erst vor kurzem vorbei. Ich dachte, wir leben im Überfluss hier in... Was, noch was? Ohne jetzt schlechte Lauge verbreiten zu wollen, aber... Es kommt tatsächlich noch eine. Ach, das ist ein USB-Stick. Schauen wir doch, weil es ein bisschen längerer, ja, Beef ist. Gucken wir mal. Stecke ich mal hier in meinen USB. Was? Ach so, Dennis schreibt, jemand, der mit Lebensmitteln und insbesondere Brot so umgeht, sollte verhungern. Das ist absolut inakzeptabel und total bekloppt, unethisch und respektlos. Hoffe, die Sendung wird bald abgesetzt. Und alle, die diese Lebensmittelverschwendung zu verantworten haben, sollen erst ihren Job verlieren und dann verhungern. Das nächste Mal nehmt ihr am besten Steine statt Brötchen, um euch zu bewerfen. Ich würde kaum laugen, dass da draußen so viel... Da muss ich mich, ich glaube, ich sollte antworten hier mit meinem... Ich antworte mal auf... Moment, ich muss kurz einen Stift in Tinte laugen. Liebe besorgte Zuschauer, ich kann Sie verstehen, ja, der eiskalte Hungerwinter 45-46 ist knapp 80 Jahre her. Und schon schmeißt man den Fernsehen wieder mit Laugengebäck. Ihre Sorge ist berechtigt. Aber das Laugengebäck wurde nicht verschwendet. Es wurde für einen guten Gag verwendet. Und hinterher haben wir alle 1200 Laugenbrötchen an den Kölner zugespendet. Dort hat man jetzt ein Bällebad aus Laugenbrötchen im Elefantengehege eingerichtet. Niemals würden wir Laugenbrötchen verschwenden hier im Neo Magazin Royal. Laugenbrötchen sind für uns so viel mehr als Brötchen. Sie sind nicht nur schmackhaft, sondern sie sind unendlich vielseitig einsetzbar. Finden auch unsere Bastel Brothers. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Heißt Kleber. Hier ein Brötchen auf die Brustwarzen kleben. Und zack, fertig, Bikini. Wie bitte? Man kann noch mehr mit Laugenbrötchen machen? Zeigen Sie doch mal, Bastel Brothers. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Laugenstange, Salz abmachen, ein altes Nokia rein, anrufen, zack, fertig, Vibrator. Das muss jetzt aber reichen, oder? Obwohl, einen haben wir noch. The Bastel Brothers. Laugen Edition. Viele Laugenbrötchen. Der Drahtbürste des Salz abkratzen. Im Gefäß sammeln. Laugenbrötchen wegschmeißen. Zack, fertig. Salz. Sie sehen, liebe verärgerte Zuschauer vom Neo Magazin Royal, wir achten und schätzen Laugenbrötchen sehr. Machen Sie sich also keine Sorgen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Jan Böhmermann. PS, Lauge kann Berge versetzen. Unser Beefträger! Meine Damen und Herren,
Ich hab's in den letzten zwei Wochen schon erzählt. Ich bin letztlich als Junge aus Bremen fehlgesagt. Ich hatte nicht viel. Wenn, dann hatte ich mal ein Ticket, ein Regionalexpress-Ticket nach Soltau. Ich bin quasi aufgewachsen in Soltau, in der Nähe von Soltau, im Heidepark. Und großgezogen hat mich das Heidepark-Maskottchen Wumbo. Ein überdimensionaler Bär, der immer fröhlich ist. Ist so eine Art Vater für mich gewesen. Und dieser Wumbo sollte rausgeschmissen werden aus dem Heidepark. Nicht mehr zeitgemäß, sollte einfach vernichtet werden. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe den Wumbo gekauft. Für 1000 Euro. Ich habe ihr Geld genommen und das für einen guten Zweck investiert. Warum VW-Aktien kaufen, wenn man zwei Wumbos haben kann? Das ist doch letztlich der Wert. Das sind doch die Werte, auf die es heutzutage ankommt. Ich bin nach Soltau gefahren, ich habe den Wumbo abgeholt und was dabei herausgekommen ist, denn eine Kamera war mit dabei, das Film- und Fernsehereignis dieses Sommers. Aber schauen Sie selbst, Sie werden zu Tränen gerührt sein. Dies ist die wahre Geschichte eines ganz normalen 34-jährigen Jungen aus Bremen-Fegesack und seinem einzigen Freund. Eine Geschichte über ein altes, hässliches Freizeitparkmaskottchen und eine ganz besondere Freundschaft. Wumbo ist der Einzige, der mich versteht. Stimmt's, Wumbo? Ne, das hast du jetzt aber nicht gesagt, oder? Du bist echt ein Gagvogel, du. Wumbo! Eine ganz besondere Freundschaft in Gefahr. Der alte Wumbo muss weg. Sie wollen Wumbo umbringen. Janni, ich bin Kai und ich werde dir helfen, Wumbo hier herauszuholen. Treue Gefährten und zwei ziemlich beste Freunde. Ein 3,40 Meter großer, hässlicher Plastikbär. Und ein ganz normaler 34-jähriger Junge. Du bist frei! Er verliert an Kräften. Ist Wumbo. Ist das? ZDF Neo präsentiert. Alles wird gut. Alles wird gut. Das größte Fernsehabenteuer des Jahres. Wir müssen aufpassen. Wenn Wumbo austrocknet, dann stirbt er. Janni, wir müssen uns beeilen. Halt durch, großer Junge, halt durch. Free Wumbo. Auf geht's, Wumbo. Zurück nach Hause. Auf geht's nach Köln. Wumbo ist zu Hause. Wumbo ist bei mir. Ich hab dich gerettet, Wumbo. Du bist befreit. Wumbo hat ein neues Zuhause bekommen. Hier in Köln-Ehrenfeld, vor dem Studio König. Und jetzt, glaube ich, können wir mal rausschalten zur feierlichen Enthüllung. Unsere beiden Wumbo-Enthüller, Marcel Magic und Simon Spectacular sind jetzt vor. Können wir mal kurz gucken, ist der Wumbo schon? Ein verhüllter Wumbo? Ja. Enthüllen. Und zack, fertig. Wumbo. Wahnsinn. Wumbo ist hier. Zu Hause. Wir haben erst überlegt, ihn an der deutsch-österreichischen Grenze aufzustellen, um die Flüchtlinge zu begrüßen. Aber jetzt steht er erstmal hier. Vielleicht, William, vielleicht höhlen wir den einfach aus und füllen ihn mit Laugenbrötchen und dann irgendwie so ein riesiger Meisenknödel oder sowas. Beides gute Ideen. Ach ja, das ist übrigens der zweite Wumbo. Ein Wumbo, durch den man durchgucken kann. Von Ihrem Geld. 1000 Euro. Der Delfin ist verdammt schwer. Und es sieht aus, als wäre man ein Bär, der einen Delfin trägt. Ist das nicht toll, ohne LSD genommen zu haben? Es ist echt irre. 1000 Euro gut investiert. Wenn Sie sagen, 1000 Euro ist ein bisschen viel, dann können Sie einfach 500 Euro nehmen. Und sich, glaube ich, 500 oder 600 Euro oder vielleicht ein bisschen weniger, kostet diese unglaubliche DVD-Box, die aussieht, als wäre es eine Tiefkühltorte. 50 Jahre Oliver Kalkofe, 50 Jahre ist er schon geworden. 50 Years of Kalk. Da ist wirklich alles drauf von Oliver Kalkofe. Limitiert auf 2000 Exemplare, wenn man Glück hat, ist auch eine Matthias Reim 3D-Figur drin oder sowas. Und der Mann, der diese gigantische DVD-Box, aber auch Kalkofes Mattscheibe und Schläferz in Tele 5 macht, ist heute Abend hier zu Gast. Eine Fernsehlegende. Unser guter Freund, Oliver Kalkofe! Olli in the name of... Fuck you, hier kommt Olli Kalkofe. Oliver Kalkofe, ja, du kommst aus der Nähe von Hannover. Ja.
Du musst ja auch eine Beziehung zu Wumbo haben, oder? Absolut, ich bin sehr, sehr neidisch, wirklich. Ich habe sehr neidisch zugeguckt, weil ich habe auch ganz viele Figuren zu Hause. Ich habe zwei riesige Spider-Man-Figuren, so 2 Meter groß. Und Wumbo hätte ich mir auch geholt, hätte ich das gewusst. Hätte ich gegen dich geboten. 1000 Euro. Ich habe meinen 40. Geburtstag vor genau 10 Jahren habe ich im Heidepark Soltau verbracht. Sebastian Idati, gefällt das? Ja, ich meine, mit Freunden dahin und haben alles durch, sind alles durchgefahren, bis uns schlecht war. Kriegst du denn die Figuren noch zusammen oder bist du da völlig... Also es gibt noch Rochus, das ist, glaube ich, dieses Schwein. Heido, Wumbo Heido. Wumbo Heido? Nee, ich habe die alle noch nicht so persönlich. Ist der Gato, genau, die weiß ich auch noch. Ja. Sir Henry ist der Hund. Ach, das waren Zeiten damals. Ich habe das auch alles natürlich mitgemacht. Ich komme aus Peine. Oh. Zwischen Braunschweig und Hannover. Oh. So vergessen als würden Braunschweig und Hannover nicht schon reichen. Aber ja. Zwischen Braunschweig und Hannover. Das wollte keiner haben. Und dann irgendwie immer im Sommer, in den Ferien, ging es eben wenigstens einmal in den Heidepark. Das war das Highlight des ganzen Jahres. Ja, es geht mir nicht. Es gibt übrigens auch den Europapark Rust. Und da gibt es die Euromaus. Ist auch wichtig. Auch und den Holiday Park. Mit Holly, dem Phantasialand. Phantasialand. Legoland. Ja, ganz viele tolle Freizeit. Tolle Länder. Olli, du hast diese. Ja. In diesen Zeiten, aus diesen Ländern müssen wir auch viele Flüchtlinge aufnehmen. Ja, Wumbo, ich finde das gut, dass ihr Wumbo aufgenommen habt. Das ist deine DVD-Box. Das sind 100 Stunden Kalk-Ovis-Mattscheibe. Wer guckt das? Da musst du krank sein. Das sind so für Leute, die schon bettlägerig sind und nicht mehr wissen und über 100 Stunden immer in einer Endlosschleife das dann laufen lassen. Das ist schon erschreckend, wenn man sieht, was man alles für einen Scheiß gemacht hat in seinem Leben. Und du bist ja ein Fernsehnomade. Ne? Hier sind die Logos von allen Sendern drauf, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Ja, ich war überall. Premiere, es gibt es auch nicht mehr. Pro also ich gehe da immer hin, bis es die nicht mehr gibt. ProSieben. ProSieben hat sich quasi auch schon abgeschafft, aber läuft Tele 5 noch? Tele 5, die arbeiten noch dran, also noch lebt es. Also das ist so schön, ProSieben, so Koma-Patienten, weißt du, die es noch gar nicht wissen, dass sie schon lange vorbei sind. So Fernsehzombies, die dann noch immer lange laufen. Ne? ZDF gibt es ja auch noch. Ich bin dankbar deswegen, dass ich überhaupt noch da sein darf. Du hast gesagt, ich bin 50 geworden. Das heißt, ich bin jetzt Abschaum und Dreck unter dem, nein, unter dem Stiefel der Fernsehmacher. Du bist nicht mehr werberelevant. Ja, das ist relevant. Es ist eben. Ich bin überhaupt nicht mehr. Für mich macht keiner mehr Fernsehen. Und wenn es jetzt nur bei Neo laufen würde, hättet ihr mich auch nicht eingeladen. Sondern nur eben noch für die ZDF-Zuschauer, die wegen Senila Bettfluss noch wach sind um diese Zeit. Die gucken. Und die können jetzt mal sehen, wer dieser Mann, der hier sitzt. Schön, dass ihr hier seid. Wer dieser Mann, der hier sitzt, ist, das können Sie jetzt mal sehen, meine Damen und Herren. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Ja, bitte. Ein bisschen älter, die Damen und Herren im ZDF. Ja. Das ist Oliver Kalkofe. Das bin ich. 85291. Chapeau. Ja, danke schön. Ich kenne diesen Erzengel Chapeau zwar nicht, aber ich küsse ihn auch. Oh Mann, der Typ ist sich ja echt für nichts zu schade. Oliver Kalkofe, der 1965 in Engelbostel bei Hannover erst ausgestrahlte Berufswichser Oliver Kalkofe, widmete sich in jungen Jahren zunächst unseriöseren Tätigkeitsfeldern als dem Fernsehen. Nach einer Ausbildung zum Wirtschaftsdolmetscher studierte er Publizistik, Anglistik und USB-Stick. Beim FFN Frühstücksradio bildete Kalkofe mit der Daily Show-Legende Oliver Welke ein lustigeres Comedy-Duo als Til Schweiger und die Shift-Taste. In seiner späteren Sendung Kalkofes Mattscheibe macht der Märchenonkel mit Radiogesicht und Körper sehr gutes Fernsehen über Menschen, die sehr schlechtes Fernsehen machen. Während er sich auf Tele 5 inzwischen regelmäßig die schlechtesten Filme aller Zeiten, also alles mit Veronika Ferris, vorknöpft, wird seine Kinotrilogie Der Wichser, Neues vom Wichser und Bibi und Tina voll verwichst dagegen auf ewig unvollendet bleiben. Schuld daran ist dieser Mann, den wir zum Schutz seiner Identität unkenntlich gemacht haben. Wir freuen uns auf The One and Olli, Oliver Kalkofe. Olli, du bist aktiv in den sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei Facebook, Hashtag der Woche vom Winde verweht. Was musste ich da letztens lesen? Bastian Pastewka hat dich hängen lassen, macht keinen dritten Teil von Der Wichser. Du warst emotional. Ich war emotional, ja. Aber es gibt halt Dinge im Leben, die nicht so laufen, wie man möchte. Warum nicht? Gab es einen Streit? Ich will jetzt da nicht, Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich würde gerne wissen, warum Sie das jetzt... Ja, es gibt halt so manchmal auch unter Kollegen irgendwelche Meinungsverschiedenheiten, wie man irgendwie etwas weitermachen soll. Und hier, er wollte einfach nicht mehr. Er hatte keine Lust. Er zu viel Geld? Nein. Wollte er zu wenig Geld? Was? Ja, das war es eher. Wir haben ihn mit Geld beworfen und er hat uns dafür ausgelacht. Nein, es war nicht. Also komm. Redet ihr miteinander? Du willst nicht drüber reden? Ich will nicht drüber reden. Das ist halt eine Geschichte. Es ist halt leider nichts geworden. Und in dieser Form
wird es den halt nicht geben. Sprecht ihr noch miteinander oder ist das Band zerschnitten? Erst einmal in nächster Zeit, jetzt lassen wir erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen. Ja. Bin ich jetzt schon ein bisschen neugierig. Lass uns schnell was anderes fragen. Ja, es passiert halt so. Du isst das im Ist mir noch nie passiert, dass ich mich mit Leuten... Nee, ich weiß nicht. Wirklich, ich bin immer mit allen Leuten gut klargekommen. Es gibt in meinem Leben quasi keine Fernsehen, in meiner Karriere keine Brüche mit an. Charlotte Schulz kommt ja auch wieder zurück und ihr macht ja auch dieselben wieder wie früher. Ich weiß, das passiert so. Du kümmerst dich beruflich ums Fernsehen, du schaust viel Fernsehen, ist nicht für dich frustrierend, du machst das seit, glaube ich, fast 20 Jahren, dass das Fernsehen eigentlich eher, also es stirbt nicht, es wird eigentlich kontinuierlich schlechter, oder ist der enttäuschte Eindruck? Nee, der Eindruck täuscht nicht, das Traurige ist so ein bisschen, dass ich das früher aus Spaß, hat man das immer so gesagt, wie ne, Fernsehen macht blöd oder so, das war noch zu meiner Zeit, wurde ich damit auch immer gewarnt, dass ich nicht so viel Fernsehen sollte, aber inzwischen stimmt's und das hat mich so ein bisschen frustriert. Du musst dir, also wenn man überlegt, früher das Fernsehen, in meiner Zeit noch, als ich damit aufwuchs, da habe ich das geguckt, weil ich so werden wollte wie die im Fernsehen. Also ich habe mir Bonanza angeguckt und gedacht, da würde ich gerne leben, bei den Cartwrights mit Hop Singh auf der Ponderosa oder ich würde gerne bei der Enterprise arbeiten, solange ich kein rotes Shirt tragen muss oder irgendwie sowas. Sehr enges. Ja, aber dann, ne, dann aber irgendwann jetzt heute, das waren jedenfalls so Sachen, da hat man sich hingeträumt, weil das toll war. Wenn du heute Berlin Tag und Nacht oder irgendeine Scripted Reality siehst, dann denkst du nur, ach du Scheiße, diese Arschlöcher möchte ich niemals kennenlernen, nicht im Bus und nirgends im Leben. Gott sei Dank, ich bin auch scheiße, aber nicht so scheiße wie die, Gott sei Dank. Und das ist sowas, man träumt sich heute wirklich, ne, das ist Flucht weg. Also Fernsehen nur noch wie, da möchte ich nicht hin. Aber die einzige Konstante im Fernsehen ist Hitler. Natürlich, Hitler ist seit eigentlich 80 Jahren aus der deutschen Medienszene nicht wegzudenken. Also war auch einer unserer größten Künstler, das müssen wir ja auch einfach mal so sagen. Das wissen viele gar nicht. Ein toller Landschaftsmaler, der letztlich an einer Stelle falsch abgebogen ist. Das war ja auch mehr so eine Comedy-Geschichte, weil er hat ja eben Landschaftsmalerei und so als Walking Act in Fußgängerzonen, das war ja gedacht, das ist so eine Charlie Chaplin-Parodie damals und dann ist das aus dem Ufer. Was viele Leute mir vorgeworfen haben, ist, also ich mache ja auch öfter mal in der Sendung so den Hitler und verkleide mich lustig, viele Leute sagen, das habe ich von dir geklaut. Weil du auch öfter dich als Hitler verkleidest. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja absurd. Weil die wissen gar nicht, wie das wirklich entstanden ist. Ja, kann man vielleicht mal ganz kurz, kann man vielleicht mal erzählen. Olli Kalkofe, ich bin wesentlich jünger als du. Nicht wesentlich, aber 16 Jahre jünger. Ich war damals Schülerpraktikant in den Ende der 90er Jahre, als du bei Premiere noch mit deinem Regisseur Marc Stöcker unvergessen. Richtig, ich bin dann durch die Studios gelaufen. Ich war Schülerpraktikant. Ja. Da haben wir uns kennengelernt. Und hast du mal beim Catering bei uns? Genau. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. In den Drehpausen von Kalkofes Mattscheibe haben wir damals, wissen die Jüngeren vielleicht nicht, wenn man Computerspiele machen wollte, musste man sich das selbst programmieren. Wir haben damals ein Computerspiel programmiert. Richtig, das war super. Die Super Hitler Brothers mit Mario und Luigi Hitler. Ja, es ist leider nie auf den Markt gekommen. Aber ja, aber ist ich weiß nicht, was für Super NES. Ist. Wir haben Super NES aufgetrieben. Ach, das ist hier die einzige 33-Bit-Konsole. Ja, wirklich. Hast du noch einen Teil davon? Super, ja. Wir haben sogar das Spiel da. Guck mal hier. Da, ach, das ist Originalspiel Super Hitler Brothers. Wollen wir das mal sehen? Kann man das angucken? Ist ein Controller? Ich würde gerne wenn es die Leute nicht langweilen. Klar. Wollen es nicht irgendwie. Ist das in Ordnung, wenn wir das kurz spielen? Ja. Weil das ist so lange her, das möchte man unbedingt mal machen. Ewig her. Ja. Aus den 90er Jahren. Geil. Super NS in Entertainment System. Ich tue es, cool. Ich schieb's mal rein, so. Ja. So. So kurz auf. Start. Jetzt auf zwei Player stellen, also zweit. Ich spiele Luigi. Okay, ich mach Mario. Bei Ilog Luigi, wir haben nur 1000 Jahre Zeit für den Endsieg. Dafür haben wir 80 Millionen Leben. Vorsicht, Ivan! Oh, hier wird gesprungen wie noch nie zuvor in einem Videospiel gesprungen wurde. Achtung, Bonuslevel, Parade abnehmen. 1000 stramme Männer in 88 Bit. Geschafft, ich mach drei Hakenkreuze. Mir nach, ich bin der Führer. Ich auch. Ach, dieses großdeutsche Spring- und Laufspiel ist großartig. Verdammt! Verdammt, mein Schnurrbart! Oh, Kraft durch Punkte! Achtung, Fliegeralarm! Oh, Stimmung wie damals in Dresden! Nächstes Level, Polen! Verflixt nochmal, Mario, da kommt noch mehr runter! Du wurdest getroffen! Das war ein Bug! Komm, lass uns schnell das Gold abräumen! Wir holen das Gold! Oh. Eins, zwei. Kriegsbeute, das verstecken wir meinem Panzerzug in Schlesien. Oh. Ah.
Oh, die Lage ist hoffnungslos. Was machen wir jetzt? Ach, keine Sorge, Luigi. Es gibt doch noch Dr. Mario. Wir müssen die Zyan-Garlic-Kapsel fangen. Das ist der Untergang. Danke an meine Follower. Unglaublich. Ist ein tolles Spiel. Muss man mal sagen. Mann, das waren Zeiten. Also für damalige Verhältnisse war das wirklich, also vor allem die Hauptcharaktere waren erstaunlich gut animiert. Ja. Also Rest war ein bisschen pixelig. Das war unser Computerspiel. Ja, das waren anstrengend damals, die Spiele. Super Hitler Brothers. Oliver Kalkofe ist 50 Jahre alt. Und das ist quasi das Ding, was in seinem Grab mitliegen wird. Das Vermächtnis. 50 Years of Kalk können Sie kaufen, wenn Sie einer von... Wenn man jetzt über die 2000... Was macht man dann? Muss man illegal runterladen? Illegal irgendwo klauen. Oliver Kalkofe, nächste Woche zu Gast. Ferris MC, der war früher in der Wumbo-Clique, oder? Kleiner. Nächste Woche Ferris MC zu Gast. Dendemann und die Freie Radikale. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Zur Aufheiterung nach dieser schlechten Sendung, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch kurz meinen Lieblingsmoment aus dem eingangs gezeigten Vorfilm Magic Max und der fliegende Schokobon zeigen. Neo-Magazin-Allround-Talent Florentin Will bricht, als Max den fliegenden Schokobon mit seinem Mund auffängt, in einen herzerweichenden Zeitlupenjubel aus. Gute Unterhaltung und gute Nacht. Als wäre es eine Tiefkühltorte. 50 Jahre Oliver Kalkofe, 50 Jahre ist er schon geworden. 50 Years of Kalk, da ist wirklich alles drauf von Oliver Kalkofe. Limitiert auf 2000 Exemplare, wenn man Glück hat, ist auch eine Matthias Reim 3D-Figur drin oder sowas. Und der Mann, der diese gigantische DVD-Box, aber auch Kalkofes Mattscheibe und Schläferz in Tele 5 macht, ist heute Abend hier zu Gast, eine Fernsehlegende, unser guter Freund Oliver Kalkofe! Olli in the name of... Fuck you, hier kommt Olli Kalkofe. Fuck you, hier kommt Olli Kalkofe. Oliver Kalkofe. Ja. Du kommst aus der Nähe von Hannover. Ja. Du musst da auch eine Beziehung zu Wumbo haben, oder? Absolut. Ich bin sehr, sehr neidisch. Wirklich, ich habe sehr neidisch zugeguckt, weil ich habe auch ganz viele Figuren zu Hause. Ich habe zwei riesige Spider-Man-Figuren, so 2 Meter groß. Und Wumbo hätte ich mir auch geholt. Hätte ich das gewusst, hätte ich gegen dich geboten. 1000 Euro. Ich habe meinen 40. Geburtstag vor genau 10 Jahren habe ich im Heidepark Soltau verbracht. Sebastian Idati, gefällt das? Ja, ich meine, mit Freunden dahin und haben alles durchgefahren, bis es schlecht war. Kriegst du denn die Figuren noch zusammen oder bist du da völlig... Also es gibt noch Rochus, das ist, glaube ich, dieses Schwein, Heido, Wumbo, Heido. Wumbo, Heido, nee, ich habe die alle auch nicht so persönlich. Ist der Gato, genau, die weiß ich auch noch. Ja. Sir Henry ist der Hund. Ah, das waren Zeiten damals. Ich habe das auch alles natürlich mitgemacht. Ich komme aus Peine, zwischen Braunschweig und Hannover. So ein vergessener Als würden Braunschweig und Hannover nicht schon reichen. Aber ja. Zwischen Braunschweig und Hannover. Das wollte keiner haben. Und dann irgendwie immer im Sommer in den Ferien ging es eben wenigstens einmal in den Heidepark. Das war das Highlight des ganzen Jahres. Das war toll. Ja, es gibt übrigens auch den Europapark Rust. Und da gibt es die Euromaus. Ist auch wichtig. Auch den Holidaypark. Mit Holly, dem Phantasialand. Phantasialand. Legoland. Ja, ganz viele tolle Freizeit. Tolle Länder. Olli. Du hast diese...
In diesen Zeiten, aus diesen Ländern müssen wir auch viele Flüchtlinge aufnehmen. Ja, Wumbo, sind ich finde das gut, dass ihr Wumbo aufgenommen habt. Das ist deine DVD-Box. Das sind 100 Stunden Kalkofis Mattscheibe. Wer guckt das? Da musst du krank sein. Das sind so für Leute, die schon bettlägerig sind und nicht mehr wissen und über 100 Stunden immer in einer Endlosschleife das dann laufen lassen. Das ist schon erschreckend, wenn man sieht, was man alles für einen Scheiß gemacht hat in seinem Leben. Und du bist ein Fernsehnomade. Ne? Hier sind die Logos von allen Sendern drauf, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Ja, ich war überall. Premiere, es gibt's auch nicht mehr. ProSieben? Also ich gehe da immer hin, bis es die nicht mehr gibt. ProSieben? ProSieben hat sich quasi auch schon abgeschafft, aber läuft Tele 5 noch? Tele 5, die arbeiten noch dran, also noch lebt es. Also das ist so schön, ProSieben, so Koma-Patienten, weißt du, die es noch gar nicht wissen, dass sie schon lange vorbei sind. So Fernsehzombies, die dann noch immer lange laufen. Ne? ZDF gibt's ja auch noch. Ich bin dankbar deswegen. Schauer. Ich kann Sie verstehen, ja, der eiskalte Hunger Winter 45, 46 ist knapp 80 Jahre her. Und schon schmeißt man den Fernsehen wieder mit Laugengebäck. Ihre Sorge ist berechtigt. Aber das Laugengebäck wurde nicht verschwendet. Es wurde für einen guten Gag verwendet. Und hinterher haben wir alle 1200 Laugenbrötchen an den Kölner zugespendet. Dort hat man jetzt ein Bällebad aus Laugenbrötchen im Elefantengehege eingerichtet. Niemals würden wir Laugenbrötchen verschwenden hier im Neo-Magazin Royal. Laugenbrötchen sind für uns so viel mehr als Brötchen. Sie sind nicht nur schmackhaft, sondern sie sind unendlich vielseitig einsetzbar. Finden auch unsere Bustle Brothers. The Bustle Brothers. Wagen Edition. Heißt Kleber. Hier ein Brötchen auf die Brustwarzen kleben. Und zack, fertig. Bikini. Wie bitte? Man kann noch mehr mit Laugenbrötchen machen? Zeigen Sie doch mal, Bustle Brothers. The Bustle Brothers. Laugen Edition. Laugenstange, Salz abmachen. Ein altes Nokia rein. Anrufen. Zack, fertig. Vibrator. Das muss jetzt aber reichen, oder? Obwohl, einen haben wir noch. The Bustle Brothers. Laugen Edition. Viele Laugenbrötchen. Der Drahtbürste das Salz abkratzen. Im Gefäß sammeln. Laugenbrötchen wegschmeißen. Zack, fertig. Salz. Sie sehen, liebe verärgerte Zuschauer vom Neo-Magazin Royal, wir achten und schätzen Laugenbrötchen sehr. Machen Sie sich also keine Sorgen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Jan Böhmermann. PS, Lauge kann Berge versetzen. Unser Beefträger! Meine Damen und Herren, ich habe es in den letzten zwei Wochen schon erzählt. Ich bin letztlich als Junge aus Bremen fehlgesagt. Ich hatte nicht viel. Wenn, dann hatte ich mal ein Ticket, ein Regionalexpress-Ticket nach Soltau. Ich bin quasi aufgewachsen in Soltau, in der Nähe von Soltau, im Heidepark. Und großgezogen hat mich das Heidepark-Maskottchen Wumbo. Ein überdimensionaler Bär, der immer fröhlich ist, ist so eine Art Vater für mich gewesen. Und dieser Wumbo sollte rausgeschmissen werden aus dem Heidepark. Nicht mehr zeitgemäß, sollte einfach vernichtet werden. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe den Wumbo gekauft. Für 1000 Euro. Ich habe ihr Geld genommen und das für einen guten Zweck investiert. Warum VW-Aktien kaufen, wenn man zwei Wumbos haben kann? Wumbo hat ein neues Zuhause bekommen, hier in Köln-Ehrenfeld, vor dem Studio König. Und jetzt, glaube ich, können wir mal rausschalten zur feierlichen Enthüllung. Unsere beiden Wumbo-Enthüller, Marcel Magic und Simon Spectacular, sind jetzt vor dem Können wir mal kurz gucken, ist der Wumbo schon? Ein verhüllter Wumbo? Ja. Enthüllen. Und zack, fertig. Wumbo. Wahnsinn. Wumbo ist hier zu Hause. Wir haben erst überlegt, ihn an der deutsch-österreichischen Grenze aufzustellen, um die Flüchtlinge zu begrüßen. Aber jetzt steht er erstmal hier. Vielleicht, William, vielleicht höhlen wir den einfach aus und füllen ihn mit Laugenbrötchen und dann irgendwie so ein riesiger Meisenknödel oder sowas. Beides gute Ideen. Ach ja, das ist übrigens der zweite Wumbo. Ein Wumbo, durch den man durchgucken kann. Von Ihrem Geld. 1000 Euro.
Der Delfin ist verdammt schwer. Und es sieht aus, als wäre man ein Bär, der einen Delfin trägt. Ist das nicht toll, ohne LSD genommen zu haben? Es ist echt irre. 1000 Euro gut investiert. Wenn Sie sagen, 1000 Euro ist ein bisschen viel, dann können Sie einfach 500 Euro nehmen und sich, glaube ich, 500 oder 600 Euro oder vielleicht ein bisschen weniger kostet diese unglaubliche DVD-Box, die aussieht, als wäre es eine Tiefkühltorte. 50 Jahre Oliver Kalkofe, 50 Jahre ist das schon geworden. 50 Years of Kalk. Da ist wirklich alles drauf von Oliver Kalkofe. Limitiert auf 2000 Exemplare. Wenn man Glück hat, ist auch eine Matthias Reim 3D-Figur drin oder sowas. Und der Mann, der diese gigantische DVD-Box, aber auch Kalkofes Mattscheibe und Schläferz in Tele5 macht, ist heute Abend hier zu Gast. Eine Fernsehlegende. Unser guter Freund Oliver Kalkofe! Olli in the name of... Oliver Kalkofe, ja, du kommst aus der Nähe von Hannover. Ja. Du musst da auch eine Beziehung zu Wumbo haben, oder? Absolut. Ich bin sehr, sehr neidisch. Wirklich, ich habe sehr neidisch zugeguckt, weil ich habe auch ganz viele Figuren zu Hause. Ich habe zwei riesige Spider-Man-Figuren, so 2 Meter groß. Und Wumbo hätte ich mir auch geholt. Hätte ich das gewusst, hätte ich gegen dich geboten. 1000 Euro. Ich habe meinen 40. Geburtstag vor genau 10 Jahren habe ich im Heidepark Soltau verbracht. Sebastian Idati, gefällt das? Ja, habe ich mit Freunden dahin und haben alles durch, sind alles durchgefahren, bis und schlecht war. Kriegst du denn die Figuren noch zusammen oder bist du da völlig... Also es gibt noch Rochus, das ist, glaube ich, dieses Schwein, Heido, Wumbo, Heido. Wumbo, Heido, nee, ich habe die alle auch nicht Gato so persönlich. Der Gato, genau, die weiß ich auch noch. Ja. Sir Henry ist der Hund. Ach, das waren Zeiten damals. Ich habe das auch alles natürlich mitgemacht. Ich komme aus Peine, zwischen Braunschweig und Hannover. Oh. So ein vergessener Als würden Teil. Braunschweig und Hannover nicht schon reichen. Aber ja. Zwischen Braunschweig und Hannover. Das wollte keiner haben. Und dann irgendwie immer im Sommer, in den Ferien, ging es eben wenigstens einmal in den... Ende der 90er Jahre, als du bei Premiere noch mit deinem Regisseur Marc Stöcker, unvergessen. Richtig, ja. Ich bin dann durch die Studios gelaufen, ich war Schülerpraktikant, ja. Da haben wir uns kennengelernt. Und warst du mal beim Catering bei uns? Hast du mal ja, genau. Und da haben wir uns kennengelernt, ja. In den Drehpausen von Kalkofes Mattscheibe haben wir damals, wissen die Jüngeren vielleicht nicht, wenn man Computerspiele machen wollte, musste man sich das selbst programmieren. Wir haben ja. Damals ein Computerspiel programmiert. Richtig, das war super. Die Super Hitler Brothers. Mit Mario und Luigi Hitler. Ja, es ist leider nie auf den Markt gekommen. Für Super NES, wir haben Super NES aufgetrieben. Ach. Das ist hier die einzige 33-Bit-Konsole. Ja, wirklich. Hast du noch einen Teil davon? Super, ja. Wir haben sogar das Spiel da. Guck mal hier. Da, ach, das ist das Originalspiel Super Hitler Brothers. Wollen wir das mal sehen? Kann man das angucken? Ja, ist ein Controller. Ich würde es gerne. Wenn es die Leute nicht langweilig macht, wollen es nicht irgendwie. Ist das in Ordnung, wenn wir das kurz spielen? Weil das ist so lange her, das möchte man unbedingt mal machen. Ewig her. Ja. Aus den 90er Jahren. Geil. Super NES in Entertainment System. Ich schieb's mal rein, so. Ja. So. So kurz auf. Jetzt auf 2 Player stellen, also zweit. Ich spiele Luigi. Okay, ich mach Mario. Bei Eilung Luigi, wir haben nur 1000 Jahre Zeit für den Endsieg. Dafür haben wir 80 Millionen Leben. Vorsicht, Ivan! Oh, hier wird gesprungen, wie noch nie zuvor in einem Videospiel gesprungen wurde. Achtung, Bonuslevel, Parade abnehmen. 1000 stramme Männer in 88 Bit. Geschafft, ich mach 3 Hakenkreuze. Mir nach, ich bin der Führer. Ich auch. Ach, dieses großdeutsche Springen- und Laufspiel ist großartig. Verdammt, mein Schnurrbart! Oh, Kraft durch Punkte. Achtung, Fliegeralarm. Oh, Stimmung wie damals in Dresden. Nächstes Level, Polen. Verflixt nochmal, Mario, da kommt noch mehr runter. Du wurdest getroffen. Das war ein Bug. Komm, lass uns schnell das Gold abräumen. Wir holen das Gold. Boah, 1, 2. Kriegsbeute, das verstecken wir meinem Panzerzug in Schlesien. Oh, die Lage ist hoffnungslos. Was machen wir jetzt? Boah. Keine Sorge, Luigi, es gibt doch noch Dr. Mario. Wir müssen die Zyan-Gali-Kapsel fangen. Das ist der Untergang. Danke an meine Follower. Unglaublich. Ja, das ist ein tolles Spiel.
Muss man mal sagen. Mann, das waren Zeiten. Also damalige Verhältnisse war das wirklich auch letzte Woche ein Spiel gespielt mit Ina Müller namens Lau. Entschuldigung, was ist denn das? Hä? Ach nein! Hallo, guten Abend. Hallo! Hallo! Guten Abend. Wer sind Sie denn? Ich bin der Beefträger. Sie sind der Beefträger. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ach, ich habe einen ganzen Korb voller Beef für Sie dabei. Hier, das kam heute per Beeflauge. Per Beef? Es kam per Beeflauge. Ach, guck mal, ich kann meinen Laugen ja kaum laugen. Nee, warte. Sehr gut. Ich lauge meinen Laugen kaum, wollte ich sagen, Herr Beefträger. Da ist ja eine Botschaft in diesem Laugen-Croissant drin. Worum geht's? Dass wir letzte Woche wohl Laugenbrötchen verschwendet haben sollen? Hier, Uwe schreibt bei Facebook, mal ganz im Ernst, den Hund, der für die Brezelaktion verantwortlich ist, rauswerfen. Das gibt's doch gar nicht. Da haben sich die Leute so aufgeregt, weil wir mit 1200 Laugenbrötchen hier geworfen haben. Es kommt noch mehr. Da ist was? Da ist noch mehr? Ich kann's kaum laugen. Kaum zu laugen. Noch mehr? Beef? Laugenbeef? Da hatte die Beeflauge aber viel zu tragen. Hier, von einem User namens Genitalvandal, dass der sich überhaupt über irgendwas aufregt mit so einem Nickname. Mit Essen spielt man nicht, du dekadentes Stück Kacke. Mit Kacke spielt man nicht, du dekadentes Stück Essen. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Da haben sich die Leute so aufgeregt. Das wollten wir natürlich nicht. Moment. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist quasi erst vor kurzem vorbei. Wir leben im Überfluss hier in was, noch was? Ohne jetzt schlechte Lauge verbreiten zu wollen, aber es kommt tatsächlich noch eine. Ach, das ist hier. Ach, das ist ein USB-Stick. Schauen wir doch, weil es ein bisschen längerer Beef ist. Gucken wir mal. Stecke ich mal hier in meinen USB. Was? Ach so, Dennis schreibt, jemand, der mit Lebensmitteln und insbesondere Brot so umgeht, sollte verhungern. Das ist absolut inakzeptabel und total bekloppt, unethisch und respektlos. Hoffe, die Sendung wird bald abgesetzt. Und alle, die diese Lebensmittelverschwendung zu verantworten haben, sollen erst ihren Job verlieren und dann verhungern. Das nächste Mal nehmt ihr am besten Steine statt Brötchen, um euch zu bewerfen. Das mache ich wirklich kaum laugen, dass da draußen so viel. Da muss ich mich, ich glaube, ich sollte antworten hier mit meinem. Ich antworte mal auf. Moment, ich muss kurz einen Stift in Tinte laugen. Liebe besorgte Zuschauer, ich kann Sie verstehen, ja, der eiskalte Hungerwinter 45-46 ist knapp 80 Jahre her. Und schon schmeißt man im Fernsehen wieder mit Laugengebäck. Ihre Sorge ist berechtigt. Aber das Laugengebäck wurde nicht verschwendet. Es wurde für einen guten Gag verwendet. Und hinterher haben wir alle 1000... Kraft durch Punkte. Achtung, Fliegeralarm. Oh, Stimmung wie damals in Dresden. Nächstes Level Polen. Verflixt nochmal, Mario. Da kommt noch mehr runter. Du wurdest getroffen. Das war ein Bug. Komm, lass uns schnell das Gold abräumen. Wir holen das Gold. Boah. Eins, zwei. Kriegsbeute, das verstecken wir in einem Panzerzug in Schlesien. Oh, ah. Oh, die Lage ist hoffnungslos. Was machen wir jetzt? Ach, keine Sorge, Luigi, es gibt doch noch Dr. Mario. Wir müssen die Zyan-Gali-Kapsel fangen. Das ist der Untergang. Danke an meine Follower. Unglaublich. Ist ein tolles Spiel. Muss man mal sagen. Mann, das waren Zeiten. Also für damalige Verhältnisse war das wirklich auch. Also vor allem die Hauptcharaktere waren erstaunlich gut animiert. Ja. Also Rest war ein bisschen pixelig. Das war unser Computerspiel. Ja, das waren anstrengend damals die Spiele. Super Hitler Brothers. Oliver Kalkofe ist 50 Jahre alt. Und das ist quasi das Ding, was in seinem Grab mitliegen wird. Das Vermächtnis. 50 Years of Kalk können Sie kaufen, wenn Sie einer von. Wenn man jetzt über die 2000. Was macht man dann? Muss man es illegal runterladen? Illegal irgendwo klauen. Oliver Kalkofe, nächste Woche zu Gast. Ferris MC, der war früher in der Wumbo-Clique, oder? Ja, kleiner Hip-Hop-Gang. Nächste Woche Ferris MC zu Gast. Dendemann und die Freie Radikale. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Neo, Freie Radikale, wir sind Neo. Neo, Freie Radikale, wir sind Neo.
Zur Aufheiterung nach dieser schlechten Sendung, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch kurz meinen Lieblingsmoment aus dem eingangs gezeigten Vorfilm Magic Max und der fliegende Schokobon zeigen. Neo-Magazin-Allround-Talent Florentin Will bricht, als Max den fliegenden Schokobon mit seinem Mund auffängt, in einen herzerweichenden Zeitlupenjubel aus. Gute Unterhaltung und gute Nacht. Punkte. Achtung, Fliegeralarm! Oh, Stimmung wie damals in Dresden! Nächstes Level, Polen! Verflixt nochmal, Mario, da kommt noch mehr runter! Du wurdest getroffen! Zeitung ist das war ein Bug! Komm, lass uns schnell das Gold abräumen! Wir holen das Gold! Boah. Halt, zwei! Kriegsbeute! Das verstecken wir in meinem Panzerzug! In Schlesien! Oh! Ah. Oh, die Lage ist hoffnungslos. Was machen wir jetzt? Oh, keine Sorge, Luigi. Es gibt doch noch Dr. Mario. Wir müssen die Zyan-Gali-Kapsel fangen. Das ist der Untergang. Danke an meine Follower. Unglaublich. Das ist ein tolles Spiel, muss man mal sagen. Mann, das war ein Zeitlupen. Also für damalige Verhältnisse war das wirklich, also vor allem die Hauptcharaktere waren erstaunlich gut animiert. Ja. Also Rest war ein bisschen pixelig. Das war unser Computerspiel. Ja, das waren anstrengend damals die Spiele. Super Hitler Brothers. Oliver Kalkofe ist 50 Jahre alt und das ist quasi das Ding, was in seinem Grab mitliegen wird. Das Vermächtnis. 50 Years of Kalk können Sie kaufen, wenn Sie einer von, wenn man jetzt über die 2000, was macht man dann? Muss man es illegal runterladen? Illegal irgendwo klauen. Oliver Kalkofe, nächste Woche zu Gast. Ferris MC, der war früher in der Wumbo-Clique, oder? Kleiner Hip-Hop-Gang. Nächste Woche Ferris MC zu Gast. Dendemann und die Freie Radikale. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Zur Aufheiterung nach dieser schlechten Sendung, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen noch kurz meinen Lieblingsmoment aus dem eingangs gezeigten Vorfilm Magic Max und der fliegende Schokobon zeigen. Neo-Magazin-Allround-Talent Florentin Will bricht, als Max den fliegenden Schokobon mit seinem Mund auffängt, in einen herzerweichenden Zeitlupenjubel aus. Gute Unterhaltung und gute Nacht.